ไปเยอะDie einstündige Reflexzonenmassage ist keineswegs einfach eine zeitverlängerte Fußmassage. Eher eine Erweiterung und Perfektionierung. Begonnen wird sie ebenso mit einem warmen Fußbad. Auch stehen Ihnen unsere Massagebekleidung, Frottiertücher und Hausschuhe zur Verfügung und Tee und etwas zum Knabbern wird Ihnen auch gereicht. Anfangs ist alles so wie bei der zuvor beschriebenen Fußmassage. Die Muskulatur der Füße und Unterschenkel wird durch die Massage auch gelockert, gedehnt und gestreckt, sodass sich in ihnen ein angenehmes Entspannungsgefühl ausbreitet. Auch hier wollen Sie bitte die Masseurin gleich zu Beginn auf eventuell besonders empfindliche Körperstellen hinweisen. Sie wird jene Punkte dann mit mehr Behutsamkeit behandeln, wobei wir nun bei dem entscheidenden Stichwort wären. Punkte, so werden die Reflexzonen von der Masseurin bezeichnet, der Einfachheit in der deutschen Sprache halber. Jeder einzelne dieser Reflexpunkte, welche sich überwiegend auf der Unterseite unserer Füße befinden, also an den Fußsohlen und Zehen, steht über Nervenstränge in Verbindung mit sogenannten Energielinien mit einem unserer Körperorgane in Zusammenhang. Zum Beispiel mit dem Magen, der Leber, dem Herzen und der Schilddrüse, ja sogar der Augen. Man darf sich natürlich nicht vorstellen, dass mit dem richtigen Druck auf den Punkt für die Augen man plötzlich die Lesebrille weglegen kann. Das wäre zu simpel für unseren hochkomplizierten menschlichen Organismus. Dennoch wirkt die Stimulierung der Reflexzonen wohltuend auf unser Befinden und gesundheitsfördernd. Zur Behandlung ihrer Reflexpunkte benutzt die Masseurin ein klöppelförmiges Spezialinstrument, welches sie gekonnt und zeitlich genau abgestimmt einsetzt. Doch die Massagekunst will verstanden sein. Und die Geschicklichkeit gelernt und geübt. Sie ist auch den Thailänderinnen nicht angeboren. Deshalb sind unsere Masseurinnen in einem der wenigen dafür privilegierten thailändischen Tempeln wochenlang geschult worden und haben erst nach strenger Prüfung ihrer Fertigkeiten das begehrte Zertifikat für die Reflexzonenmassage erhalten. Dieses Zertifikat ist in etwa vergleichbar mit einem Meisterbrief und ist unabhängig von dem für die Thai-Massage. Gemeinsamkeiten dieser beiden Ausbildungszweige gibt es dennoch, und zwar im Ursprung. Die Wurzeln dieser hohen Künste liegen im 2500 Jahre alten Indien und haben sich bis heute bewährt. Sie können sich bei uns auch über wissenschaftliche Details informieren, wenn Sie sich die Zeit nehmen wollen, um die bei uns im Laden aushängenden schematischen Darstellungen zu studieren. Die Zusammenhänge der Reflexzonen mit unserem gesamten Organismus mögen vielleicht etwas geheimnisvoll anmuten und Sie mögen es vielleicht nicht so recht glauben, aber spüren werden Sie es, wenn Sie es mal probiert haben. Sie werden die Massage regelrecht genießen. Ob Sie sich währenddessen im Sessel zurücklehnen und bei gedämpfter Musik die Augen schließen, ob Sie dabei ein lockeres Gespräch mit uns führen oder sich einfach von einem Videofilm unterhalten lassen, ist Ihnen ganz und gar freigestellt. Sagen Sie uns einfach, wie Sie es am liebsten mögen. Wenn Sie mehr über Thailand erfahren möchten oder eine Reise dorthin planen, erzählen wir Ihnen gern etwas aus unseren Erfahrungen. Wir geben Ihnen auch mal vertraulich die eine oder andere Video-DVD über Thailand mit. Und auf Wunsch gibt es sogar etwas Sprachunterricht.
Und alles selbstverständlich ohne Aufpreis. Aber nun zurück zur Massage, zur Fußreflexzonenmassage, die quasi für jeden geeignete Entspannungsmethode, ob jung oder alt, ob sportlich aktiv oder eher nicht so beweglich, ob mit oder ohne Beschwerden, diese Massage kommt in allen Personenkreisen gut an. Unsere Kundschaft der Reflexzonenmassage liegt in allen Altersgruppen zwischen 10 und 90 Jahren.